das. Wozu stehen Weihnachtsbäume? Oh, ich denke, das ist der Landtagsabgeordnete Philipp Rausch. Echt, meinst du? Bislang kenne ich nur das hier von ihm. Das beschreibt seinen politischen Weg. Aber heute gucken wir uns mal den Menschen hinter dem Namen Philipp Rausch an. Moin, hi, schön, dass ihr da seid. Hi, Philipp. Na? Kommt rein. Ist ja ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Ja, wirklich. So ein Zufall. Kommt ihr in den Zaun, können wir ein bisschen gucken und ein bisschen quatschen. Hey, schön, dass wir uns hier treffen. Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du uns heute in deine Heimat Hillerse eingeladen hast. Da muss man mal gewesen sein, würde ich sagen. Du lebst ja hier auch. Ja. Warum hast du dich dazu entschlossen, hier in Hillerse zu leben und nicht zum Beispiel in Hannover? Also ich bin Ur-Hillerser, dritte Generation, fühle mich hier total zu Hause. Bin ja auch ein aktiver Feuerwehrmann, irgendwie so in den Vereinen verankert. Seit meiner Kindheit bin ich hier zur Schule gegangen und ja, das ist meine Heimat. Ich habe hier gerade vor ein paar Jahren ein Haus gekauft, sodass ich mich auch bewusst entschieden habe, hier zu bleiben. Also es gibt quasi kein Zurück mehr, aber damit bin ich sehr, sehr glücklich. Also ja, ich fühle mich hier wirklich zu Hause total wohl und ich habe es ja schon gesehen, es ist einfach schön hier. Ja, du bist Ortsbürgermeister seit letztem Jahr hier in Hillerse. No. Und bist im TSV Hillerse, in dem Fußballverein hier. Ja, passives Mitglied. Vom Spielfeldrand aus, genau. Jubelnder Fan. Und du bist aktiver Feuerwehrmann. Ja. Wir haben vor kurzem ein Video gemacht mit der Freiwilligen Feuerwehr in Gifhorn und da ist uns echt nochmal schmerzlich bewusst geworden, wie abhängig wir von diesen ehrenamtlichen Rettern sind. Ja. Und warum bist du mit Leib und Seele Feuerwehrmann? Und was würdest du vielleicht auch jemandem sagen, der noch überlegt, soll ich mich da engagieren oder nicht? Also die spontane Reaktion wäre, warum bin ich Feuerwehrmann? Weil ich kein Fußball spielen kann. Das war immer der Grund, warum ich mal in die Jugendfeuerwehr gekommen bin. Damals ist es ja so in der Schule, einige gehen zum Fußball, andere gehen zur Jugendfeuerwehr. Ich bin zur Jugendfeuerwehr gegangen und seitdem aktiv dabei. Ich glaube einfach, das Thema anderen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen, ob das Haus brennt, ein Verkehrsunfall ist, der Keller vollgelaufen ist oder was auch immer, ist ganz wichtig. Und unser Dorf sowieso, aber auch die ganze Region funktioniert, glaube ich, nur, wenn alle irgendwie mit anpacken und jeder das einbringt, was er irgendwie kann. Und deshalb bin ich aktiver Feuerwehrmann und ich sage ganz ehrlich, kein Termin ist so wichtig wie der, wenn die Sirene geht. Ich war gerade am Mittwochabend wieder im Einsatz, war ein Waldbrand gemeldet, es war aber dann nur eine Feuerschale, haben wir Glück gehabt. Aber da wird dann auch alles stehen und liegen gelassen und ich fahre wirklich zur Feuerwehr, weil mir das schon wichtig ist, dass dann alle mit anpacken. Philipp, kannst du dich noch an unsere Postkartenaktion vom Stadtelternrat erinnern? Ja, kann ich tatsächlich, habe ich bei euch auf dem Hof abgeholt, die Postkarten. Ja, genau. Das ist ja das A und O, genauso wie der Nachwuchs in der Feuerwehr. Müssen wir uns hier eben auch um unsere Kinder kümmern, dass es denen gut geht, weil das die Basis ist. So ist es. Das betrifft die Krippe und die Kita. Jetzt hat sich ja die SPD stark gemacht für eine gebührenfreie Betreuung. Ja. Aber die Qualität zählt natürlich auch. Genau so. Und da können wir an der Gruppengröße drehen und aber auch ein bisschen am Personal. Was wirst du auf Landtagsebene machen, um diesen Betreuungsschlüssel zu verbessern? Das war das Wahlversprechen, was wir beim letzten Mal gegeben haben, nämlich die Beitragsfreiheit in der Kita einzuführen, haben wir gemacht. Aber natürlich sprichst du an, auch die Qualität darf nicht leiden. Wir haben uns dazu im Laufe der aktuellen Legislaturperiode überlegt, dass wir mehr Fachkräfte in die Kita bringen wollen über ein Stufenmodell. Und bis 2027 wird dann jede Gruppe 3 Erzieherinnen, Erzieher und Sozialassistenten haben, sodass wir genügend Fachkräfte haben, um die Gruppengröße zu betreuen und alle Kinder die bestmögliche Betreuung in unseren Einrichtungen bekommen. Philipp, wo sind wir hier eigentlich? Wo hast du uns hier hingestellt? Super spannende Frage. Ich würde sagen, an dem Ort, wo ich Ausgleich finde, unser Hobby der Familie, unsere Weihnachtsbaumplantage, die Idee einer elendlangen Klausurenphase, als ich noch studiert habe und mir überlegt habe, warum pflanzen eigentlich alle möglichen Leute Weihnachtsbäume an und wir nicht? Ja, und dann ist es mal so entstanden, dass wir gesagt haben, pflanzen wir mal ein paar Weihnachtsbäume. Und ihr seht ja, es ist total idyllisch hier. Hier kann man abschalten, hier hört man kein Handy. Hier finde ich Ruhe und Ausgleich und es ist einfach schön hier. Ja, jetzt sind wir hier bei den Bäumen, die ungefähr vor 7 oder 8 Jahren gepflanzt wurden. Am ersten Schritt. Bin ganz glücklich, dass sie schon gut angewachsen sind. Mhm. Viele Nordmann-Tannen, hier ein paar Blautannen, die auch ordentlich Pflege brauchen. Man muss sie also sehen. Das machen wir dann meistens am Wochenende. Und ja, bisher klappt es ganz gut, obwohl wir uns in alles reingefuchst haben und das Hobby neu angegangen sind. Und unser nächster Weihnachtsbaum ist sicher. Kommt aus Hillerse. Super. Ja, das ist ja mit dem Bauwagen echt wunderschön. Ja, lass uns mal hingehen.
Philipp, du hast Maschinenbau studiert und bist seit 2017 im Landtag. Wie kam es zu der Entscheidung, Berufspolitiker zu werden? Also es war eine spontane Entscheidung, die Kandidatur, und die Wahl haben wir ja 2017 noch ein Stück weit überraschend gewonnen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe das nie geplant, Berufspolitiker zu werden. Ich habe ja eigentlich Maschinenbau studiert und das Studium auch zu Ende gemacht, weil ich schon wichtig finde, dass man neben der Politik auch noch einen anderen Job hat, in den man mal zurückkehren kann. Von daher spontane Entscheidung, aber ich bin sehr glücklich damit. Du hast kürzlich deinen 31. Geburtstag gefeiert, also im April. Ja. Was glaubst du, wo wirst du stehen, wenn du deinen 61. Geburtstag gefeiert hast? Das ist schwierig zu sagen, gerade in der Politik, aber ich hoffe, dass ich vielleicht mit euch dann nochmal hier sein kann und wir auf die letzten 30 Jahre zurückblicken können. Es gibt viel zu tun in dieser Region, also ich habe schon Lust, auch noch ein paar Projekte anzuschieben. Wir sind Mobilitätsregion, da muss ich eine Menge tun. Ich möchte in der Digitalisierung, in der Bildung noch weitermachen, dann haben wir angefangen, gibt es noch viele offene Baustellen. Also die nächsten 30 Jahre wird es auf keinen Fall langweilig und ja, ich bin bereit, auch noch ein bisschen was zu tun. Wo siehst du dich privat? Oh, das ist besonders schwierig. Ich hoffe, dass ich eine gesunde, glückliche Familie habe, die dann auch vielleicht an diesem Ort, aber mindestens in Hillerse irgendwie unterwegs ist. Und ja, eine gute Entwicklung und dass alle gesund bleiben, das ist ganz wichtig. Oh, lecker, jetzt gibt's Kuchen. Ja, endlich. Haben wir uns auch verdient. Oder? Super ausgesucht. Ich war natürlich an, das ist klar. Philipp, was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Ehrlicherweise, so richtig viel Freizeit gibt es ja nicht, weil ich schon versuche relativ viel zu arbeiten, aber ich koche ganz gerne. Also sonntags abends ist eigentlich mit meiner Freundin der Tag oder der Zeitraum der Woche, wo wir uns zusammen treffen und nett kochen und dann Tatort gucken. Das ist so unser Sonntagsdate. Ja, das ist so das, und natürlich in Freizeit ist Freunde treffen. Ich habe zwei wunderbare Patenkinder, die ich viel zu selten sehe, aber wenn ich dann mal Zeit habe, versuche ich natürlich auch zu treffen. Und ja, dann bin ich schon der Familienmensch. Philipp, du hast noch ordentlich was zu tun hier. Ja, guckt euch das an hier. Ich helfe dir gern dabei. Ich wollte dich schon immer mal auf dem Aufsitzrasenmäher sehen. Auf geht's. Los geht's. Aber eine politische Frage habe ich tatsächlich noch. Ja, dann los. Du hast am Digitalpakt 2019 mitgewirkt. Ja. Was beinhaltet der? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Erstmal muss man sagen, dass in Politik ist es ja meistens so, dass wir eine gute Idee haben und bei uns irgendwie Kohle fehlt. Und beim Digitalpakt ist es endlich mal andersrum. Da haben wir nämlich richtig viel Geld und konnten uns überlegen, was wir damit machen. Das ist ein Infrastrukturprogramm für zum Beispiel die Schulen. Ich habe den Bildungsbereich mitbetreut. Da haben wir für WLAN-Abdeckung gesorgt, für Glasfaseranschlüsse, für Endgeräte, weil sich auch die Bildung weiterentwickeln muss. Nicht nur unser tägliches Leben, sondern auch in den Schulen muss sich einiges tun. Wir werden in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass jedes Kind im Land Niedersachsen ein eigenes Endgerät bekommt, egal ob man reiche oder arme Eltern hat. Auch das ist wieder etwas, was Bildungsgerechtigkeit ausmacht, also alle Schülerinnen und Schüler auszustatten. Das wird das Ziel für die nächsten 5 Jahre sein. So, jetzt geht's los, würde ich sagen. Machst du hier, Lisa? Ich habe den Auftrag bekommen, die hier unten ein bisschen frei zu schneiden. Ich hoffe, ich tue den kleinen Tanz nicht. Bitte, oder? Ja. Philipp, das ist auch so ein komisches Gefühl, ne? Wenn du im Sommer dich schon so mit den Winter- und Weihnachtsbäumen beschäftigst, aber so ist es ja eigentlich in vielen Fragen, ne? Hast du eine gute Idee, wie wir die Energiewende im Landkreis Gifhorn vorantreiben können? Tja, das ist, glaube ich, die spannendste Frage der nächsten Wochen und Monate. Da haben wir ein richtiges Problem, was auf uns zuläuft, also in meinen Augen. Ich finde, jede und jeder Einzelne muss zu Hause ein bisschen gucken, wo man Energie einsparen kann. Auf der einen Seite natürlich Strom, wenn es darum geht, das Licht mal auszumachen, oder
weiß nicht, die Heizung ein bisschen runter zu drehen, aber natürlich müssen wir ein bisschen Gas einsparen, das ist eigentlich das größere Problem. Ich glaube, da kann jeder ein bisschen was tun und wenn wir alle gemeinsam ein bisschen einsparen, kommen wir auch durch den Winter. Aber ganz ernst, das ist ja jetzt nicht die... Nein, also das ist das Problem. Das ist nicht die Lösung und das ist tatsächlich auch nicht der Verantwortungsbereich, nein, sozusagen. Ne? Ja, das ist das Problem, dass das ein bundespolitisches Thema ist oder vielleicht so ein europäisches Thema. Wir aus Niedersachsen versuchen natürlich an einigen Stellen, wo wir auch zuständig sind, dann auch abzufedern, wenn es darum geht, Ausgleichszahlungen zu machen. Also zum Beispiel in dem Bereich der Bildungspolitik könnte ich mir vorstellen, dass wenn die Energiekosten immer teurer werden, wir auch bedürftige Familien dann vielleicht zum Schulanfang unterstützen und sagen, jawohl, da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht bei den Schulbuchanschaffungen oder bei den Schulranzen unterstützen. Das sind dann nur niedersächsische Themen, die wir angehen müssen in den nächsten Jahren. Stefan Weil hat dazu einen Stab gebildet, wo wir auch mit Expertinnen und Experten reden. Und wir müssen einfach gucken, was wir auf niedersächsischer Ebene dann tun können. Das wird das Thema sein, was uns in den nächsten Wochen beschäftigt. Vielen Dank, Philipp. Das war ein super schöner Nachmittag mit dir. Ja, schön, dass ihr da wart und vor allem vielen Dank für eure Hilfe. Gerne. Ciao, mach's gut. Die Weihnachtsbäume für die nächsten Jahre sind gesichert. Und ihr denkt dran, unseren Kanal abonnieren und... Ich soll sagen, die Glocke aktivieren und ciao. Tschüss, mach's gut.